dachtest nicht, dass du nochmal hierher zurückkommst, hm? Tja, so kann man sich irren, hm? Bist du sauer? Du bist sauer. Ich muss nur eine Sache erledigen, bevor ich den Bernstein hole. Wie bitte? So war das nicht ausgemacht, Luis. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Wow. Hör zu. Jemand braucht meine Hilfe. Du kennst mich. Ich bin der gute Samariter. Wer ist das? Leon? Ja, genau. Leon und die junge Frau. Sie sind infiziert. Es gibt Medizin, die die Infektion eindämmt. Und ich weiß, sie wirkt. Ich habe sie getestet. Deshalb... Und das interessiert mich, weil? Weil du selbst infiziert bist. Ich habe hier nicht zum Spaß geforscht, Ada. Ich erkenne die Symptome, wenn ich sie sehe. Du müsstest sie eigentlich bereits spüren. Die Medizin unterdrückt sie vorübergehend. Hey, glaub mir, du hast viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Okay, aber das ist das letzte Mal. Danach holen wir den Bernstein. Ich gebe Leon Bescheid. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf dem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Das wäre erledigt. Wollen wir? Unten gibt es ein geheimes Labor. Da sind meine Sachen. Und die Medizin, hoffentlich. Was wäre ich nur ohne dich, Ada? Parasitenfutter? Finden wir's raus. Mierda. Ada, ich brauch Hilfe. Ach, schon zur Stelle. Nein, nein, nein! Wir müssen die Medizin retten, schnell! Luis! Lass es! Luis! Der spinnt doch! Nicht den Rauch einatmen! Wenn du dich umbringen willst, mach es bitte, nachdem du den Bernstein geliefert hast. Sie ist weg. Einfach verbrannt. Warum ist dir das so wichtig? Ich habe einiges wieder gut zu machen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Das war's. Es gibt keine Rettung mehr.
Reiß dich zusammen, Luis. Stell sie her. Du kennst doch die Formel. Vielleicht hast du recht. Alles, was ich dazu brauche, gibt es hier. Ich verspreche dir, danach kriegst du den Stein. Na gut, dann los. Lass uns zurück nach oben. Dann sehen wir weiter. Hier lang. Hey, für wen arbeitest du eigentlich? Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Wenn du meinst, ist mir ehrlich gesagt auch egal, solange du mich hier rausholst. Warte, ich hab den Schlüssel. Okay, es wird nicht perfekt sein, aber besser als nichts. Hör zu. Das hier brauche ich. Wenn es gut läuft, kann ich so neue Medizin herstellen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Besorg du das? Ich hol den Bernstein. Wünsch mir Glück. Wir sehen uns später. Viel Erfolg. Dir auch. Also gut. Zuerst zurück in der Reihe. Ein Waschbär. Muss wohl Schicksal sein. Raffiniert. Laut Liste ist hier die erste Komponente.
Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Wir sehen uns, Leon. Das gleiche Symbol an Gong und Tor. Schwierig ist anders. Irgendwie schwant mir nichts Gutes. Er denkt sich sowas aus. Okay, jetzt zur zweiten Komponente. Da scheint irgendwas drauf zu gehören. Eine Falle. Das kann ja heiter werden. War ja klar.
Na bitte, fehlt nur noch eine. Oh, willkommen! Hab seltene Ware im Angebot, Fremde. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ein hervorragend angenehmer Reif. So. Okay, Luis. Zwei habe ich. Für die letzte Komponente musst du rüber zur Burgmauer. Wir treffen uns oben auf der Mauer. Ich bring den Bernstein mit. Oh, ich habe noch ein paar Infos über den Stein gefunden. Ich schick sie dir. Schon, hast du nichts Besseres zu tun? Was ist das? Gloria las Flores! Okay, kann nicht mehr weit sein. Diese Stimme. Stimmt.
Wir beide hatten ja noch eine Rechnung. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Leon, meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Huh? Unten ist es. Na bitte, die Präparatenkammer. Das ist er. Interessant. Gut zu wissen. Ich hab, was du wolltest. Gut. Und ich hab hier, was du wolltest. Ah. Oh, das ist schlecht. Der Parasit reagiert auf den Stein. Das ist er also. Kein Wunder, dass Wesker ihn haben will. Sollte den Parasiten vorerst lahmlegen. Bereit? Drück die Daumen. Vergiss nicht. Du bist nicht geheilt. Wir müssen das Ding immer noch aus dir rauskriegen. Ah.
Tia. Ich verstehe das nicht. Sie müsste längst wirken. Nimm den Stein und geh. Du kannst ihn mir geben, wenn der Parasit sich beruhigt hat. Ich soll dich allein lassen? Hast du sie noch alle? Spar dir das. Ich komm klar. Du hast noch ein Versprechen einzulösen. Also gut, aber du kommst zu mir, wenn du hier fertig bist. Luis hat den Stein. Ich muss zu ihm. Luis Fußabdrücke. Anscheinend ist er da lang. Ab nach unten.
Was ist das? Ist das ein Nest? Hoffentlich springt mich nicht gleich was an. Hier ist Geschenk. Verschlossen. Da gehe ich nicht rein. Neues rein. Willkommen. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremde. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ich kaufe fast alles. Besten Dank. Danke. Komm bald mal wieder vorbei, ja? Damit sollte das Wasser hoffentlich nicht kein Problem mehr sein. Nervt.
ist da. Danke für die Hilfe, Luis. Du wieder? Ich habe ein paar Artikel für dich zurückgelegt, aber verrat's nicht meinem anderen Kunden, okay? Na, ich muss das Ding loswerden. Jetzt reicht's. Komm mit! Hier sollte es gehen.
War eine schöne Zeit, aber du klammerst mir zu sehr. Also, das hatte ich nun doch nicht erwartet. Wisst mir nicht. Noch da? Zurück zu Louise. Bernstein, Louise. Wo ist er? Du hast mir geholfen, einen Teil wieder gut zu machen. Red keinen Unsinn. Danke, Ada. Du weißt ja, ich bin der gute Samariter. Hilf Leon, wenn ich weg bin, okay? Warte. Klingt, als würde er mich brauchen. Leon! Lauf nur, ich krieg dich.
Leon, ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ach, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Gut, jetzt zu Krauser. Also schnell dahin gekommen. Ich habe ein paar Artikel für dich zurückgelegt, aber verrat's nicht meinem Mann. Thank you.
treuen Dieners, Ramon. Ashley! Leon! Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ Ihnen seine Gnade zuteil werden, doch du redest Sie sind... Ah! Gut so. Beschäftige ihn noch ein bisschen. Krauser ist im Besitz des Bernsteins. Und wieder enttäuschst du mich. Ich hole ihn zurück, keine Sorge. Das hoffe ich. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Verstanden. Der Klient ist König. Leon. Mist. Suchst du was?